Ein Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Simulator 22. Ja, wir wollen jetzt mal ein Hörchen halten, dass wir unseren Hardware auf dem Feld ein wenig verbessern. Das ist jetzt so der Plan. Und derweil gucke ich mal eben, ob wir irgendwelche Aufträge haben. Ne, muss ich da gucken. Sorry, habe ich mich vertan. So, Aufträge leider, keine Aufträge, super, aber das macht nichts. Also, abstellen. So, jetzt aber die Frage, wo können wir das Gerät auf Einkauf, lass mal Einkauf beibehalten, einfach mal oder was anbieten. Dann würde ich sagen, das überspringen wir mal eben, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Gerät aufgefüllt haben. So, wir sind jetzt gleich wieder an unserem Hof und werden dann jetzt gleich mal unser Feld ein bisschen halten. Dass wir dadurch den pH-Wert ein bisschen nach oben kriegen. Die werden wir gleich auch mal gucken, wie das Ganze denn so funktioniert. So. Jetzt fahren wir erstmal hoch zum Feld hin. Neue Steuerung W, Steuerung C, wir haben mit an die Breite, W. Okay, jetzt fahren wir erstmal hier oben hin. Und dann wollen wir mal gucken. Eins kommt noch rüber, würde ich sagen. Ja. So, ich habe Kalk ausbringen. So, plus 0,625. So. Zeigt mir das denn jetzt? Zeigt mir das irgendwann dran hier? Stickstoffreferenzwert ändern. Ich habe keine Ahnung davon. Ich würde sagen, automatisch Ausbringmenge deaktivieren. Ausbringmenge ändern. Aber okay, ich würde sagen, wir lassen das auf automatisch. Dann schalten wir den dummen Schmeier jetzt mal an und let's go. Würde ich sagen. Ein Tomaten, jetzt machen wir die 18 und machen wir mal 15 rein. Ja, wir haben jetzt natürlich nicht das ganze Feld hier. Gescannt, sag ich mal, in Anführungszeichen. Ne? Das werden wir beim nächsten Feld dann einfach mal machen, dass wir dann mal gucken, wie wir das ein bisschen besser hinkriegen. Das ist ja für mich totales Neuland hier in der ganzen Kram. So, werden wir jetzt mal hier. Ja, wir können mit 18 fahren, können wir wohl mal mit 18 fahren. So,
erste Bahn. So, einstellen hier. Zack, so. Next round, please. Ah, es geht ja relativ schnell, also bleiben wir in aller Ruhe zu Ende und dann. Nur noch mal gucken. Ja, es war auch schon eins. Dann schieben wir das jetzt mal nach da, mal kurz gucken. Ja, schieben wir da ran, das passt. Immer noch keine Aufträge da. Warum gibt es denn hier keine Aufträge, ey? Ach ja, wahrscheinlich weil ich es automatisch gestellt habe, deswegen haben wir so einige Lücken drin, aber egal, wir machen das Ganze jetzt eben fertig. Und dann geht's weiter.
haben uns ja schon 4.500 Kilogramm Kalk drauf gejagt. Immer noch keine Lohndienstleistung da. Mann. Wahnsinn. Worst days. Das Gute ist, wenn du hier im Feld bist, dann hört er automatisch auf, obwohl er den noch weiter läuft. Das ist schon ganz praktisch. So, letzte Runde und dann geht's gleich ans Einsehen. Aber da ist die Frage, was sehen wir jetzt überhaupt erstmal aus? Das müssen wir jetzt auch erstmal gucken. Dann müssen wir eben auf den Kalender schauen, was wir jetzt am besten aussehen. Der Saatzeitpunkt ist grün, also wäre jetzt tatsächlich am besten der Raps, glaube ich, ne? Pappel, also ein bisschen Baum, Gras, nee, Ölrettich, auch nicht. Luzerne auch nicht. Also wären wir jetzt tatsächlich erstmal dann quasi ein Ründchen Raps an. So, Saat wählen. Nehmen wir mal den Raps. Steuerung C, eine Breite in der Mitte. So, dann jetzt das Gerät mal schwupp. Oh, nee. Muss man mal ein bisschen mehr rüber. So. Dann werden wir jetzt mal hier so ein, zwei Bahnen oder das Vorgewende werden wir fertig machen. Oh mal gucken. So, also. Erstmal. Entscheiden. Reifenhänge.
noch offen vorne. Obwohl es ja auch ordentlich ist, ne? Ansonsten schalt auf jeden Fall im nächsten Video wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.